Ein neuer kalter Krieg ohne Regeln. Die USA rüsten sich für eine langfristige Konfrontation mit Russland. Analyse: Im Gegensatz zum Kampf gegen die Sowjetunion ist die Wirtschaftskriegsführung ein Schlüsselelement in dieser neuen Konfrontation mit Moskau. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten bereiten sich auf eine langfristige Konfrontation mit Russland vor, einen Willensstreit, der an den Kalten Krieg erinnert, ausgelöst durch die Invasion des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine, sagen derzeitige und ehemalige US- und europäische Beamte. Da Putin keinerlei Anzeichen dafür zeigt, dass er bereit ist, die russischen Truppen zurückzuziehen, die ukrainische Städte beschießen, und da die Vereinigten Staaten und Europa versprechen, die ukrainischen Streitkräfte zu bewaffnen und einen unbegrenzten Wirtschaftskrieg gegen Russland zu führen, ist kein Ende des sich abzeichnenden Duells zwischen dem Westen in Sicht und Russland. Ich denke, wir werden uns dem als etwas stellen müssen, mit dem wir uns eine ganze Weile auseinandersetzen müssen, und ziemlich entschlossen und kreativ damit umgehen müssen, sagte Elliot Cohen, Professor an der Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, der in der Regierung von George W. Bush diente. Wie im Kalten Krieg sind die Länder gezwungen, sich für eine Seite in einem Zusammenstoß zu entscheiden, den Präsident Joe Biden und die europäischen Staats- und Regierungschefs als einen Kampf zwischen Demokratie und Autoritarismus beschreiben, zwischen der regelbasierten Ordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet wurde, und dem Gesetz der Dschungel, wo Stärke Recht macht. Jede Nation, die Russlands nackte Aggression gegen die Ukraine unterstützt, wird durch Assoziation befleckt, sagte Biden letzte Woche in seiner Rede zur Lage der Nation. Seine Rede erinnerte an frühere Präsidenten während des Kalten Krieges, die ebenfalls versprachen, die freie Welt gegen die Bedrohung aus Moskau anzuführen. Und auch Bidens Spitzendiplomat Antony Blinken bediente sich einer ähnlichen Rhetorik, die an die Jahre des Kalten Krieges erinnerte. Mit dieser brutalen Invasion werden wir, unsere europäischen Verbündeten und Partner und die Menschen überall daran erinnert, wie viel auf dem Spiel steht. Jetzt sehen wir die Welle der Demokratie im Moment ansteigen, sagte Außenministerin Blinken am Freitag in Brüssel. Mary Elise Sarotte, eine Historikerin des amerikanisch-sowjetischen Konflikts, die kürzlich das Buch Not One Inch, America, Russia, and the Making of the Post-Cold War hat, veröffentlicht hat, sagte, sie sei fassungslos darüber, wie schnell sich der Boden verschoben habe, eine Frage von Tagen und die vielen Parallelen zum Kalten Krieg. Es ist irgendwie schockierend, wie schnell das passiert ist. Dieser neue Kalte Krieg hat sich sehr schnell entwickelt, sagte Sarotte, Professorin für Geschichte an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University. Dies ist ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte. Nachdem Russland seinen Angriff auf die Ukraine gestartet hatte, versammelten sich die europäischen Staats- und Regierungschefs zu einer Einheitsfront und markierten damit einen historischen Wandel. Deutschland und andere europäische Regierungen überdenken ihre Außenpolitik, beginnen mit der Lieferung von Waffen an die Ukraine und verhängen beispiellose Sanktionen gegen Russland, die vor zwei Wochen noch undenkbar gewesen wären. Im Gegensatz zum Kalten Krieg kann sich Moskau nicht auf einen großen Block von Ländern in seinem Lager oder eine kommunistische Ideologie verlassen, die für viele auf der ganzen Welt Resonanz fand, die sie als attraktive Alternative zum Kapitalismus oder Kolonialismus betrachteten. Der Joker ist, wie China reagieren wird, während sich die Krise hinzieht. Bisher scheint Peking bereit zu sein, Russland zu unterstützen und seine fossilen Brennstoffe zu kaufen. Aber Wirtschaftssanktionen könnten China dazu zwingen, sich zwischen dem Handel mit der entwickelten Welt oder dem Handel mit einer isolierten russischen Wirtschaft zu entscheiden, sagen einige Analysten. Putins Russland ist wohl in einer schwächeren Position als die ehemalige Sowjetunion und im Gegensatz zu seinem wirtschaftlich geschlossenen Vorgänger anfällig für internationale Sanktionen, sagten Experten.
Kennzeichnend für diesen neuen Showdown mit Russland ist eine Kampagne intensiven wirtschaftlichen Drucks auf Russland, eine Option, die gegen den alten Sowjetstaat, der weitgehend von den Weltmärkten abgeschottet war, nicht hätte funktionieren können. Während des Kalten Krieges konnten wir nichts wirklich tun, was die russische Wirtschaft wirklich bestrafen würde. Nun, jetzt gibt es das, sagte Cohen. Trotzdem sei Russland zweifellos gefährlich und zweifellos zutiefst böswillig, fügte er hinzu. Der Kalte Krieg sei langsamer entstanden als die aktuelle Krise. Und im Laufe der Zeit hätten beide Seiten de facto Verhaltenskodizes und schließlich ausgefeilte Rüstungskontrollverträge entwickelt, so Sarotte. Aber die derzeitige Pattsituation stellt ein unsicheres Terrain ohne gegenseitig akzeptierte Spielregeln und einen sprunghaften russischen Führer dar, der bereit ist, internationale Normen zu missachten. Während des Kalten Krieges gab es Zeiten, die stabiler waren als heute, sagte Thomas Reit, Direktor des Center on the United States in Europe bei der Denkfabrik Brookings Institution. Dies fühlt sich wie ein sehr gefährlicher Moment an, insbesondere angesichts der Persönlichkeit Putins. Das könnte der größte Unterschied zwischen der aktuellen Krise und dem amerikanisch-sowjetischen Wettbewerb sein, sagte Reit. So viel davon scheint sich um Putin persönlich zu drehen. Putin werde mit ziemlicher Sicherheit Vergeltung für die umfassenden Finanzsanktionen gegen Russland üben, sagte Reit. Ich glaube nicht, dass er unsere Reaktion einfach zu unseren Bedingungen entfalten lässt, sagte er. Er wird wahrscheinlich versuchen, eskalieren und Druck auf uns ausüben. Seit der Auflösung der Sowjetunion musste die Welt nicht mehr an das Undenkbare denken, an einen möglichen Zusammenstoß zwischen den führenden nuklearen Supermächten der Welt. Dies ist eindeutig eine beispiellose Situation, sagte Tara Drozdenko, Direktorin des Global Security Program bei der Union of Concerned Scientists. Ich kann mich zu meinen Lebzeiten an kein anderes Ereignis als den Fall der Sowjetunion erinnern, das so folgenreich war, wenn es um Atomwaffen geht. Trotz der aktuellen Spannungen sagte Drozdenko, es sei entscheidend, dass die beiden Supermächte die Rüstungskontrollgespräche erneuern, um das Risiko zu verringern. Der Neftstadt-Vertrag, das einzige verbleibende Rüstungskontrollabkommen zwischen den USA und Russland, läuft 2026 aus. Die Präsenz amerikanischer und russischer Streitkräfte in unmittelbarer Nähe der Ukraine erhöht das Risiko, dass ein Unfall oder eine Fehleinschätzung einen bewaffneten Konflikt zwischen der NATO und Russland auslösen könnte. Um zu versuchen, einen unbeabsichtigten Zusammenstoß zu vermeiden, gab das Pentagon am Donnerstag bekannt, dass es eine Hotline zwischen US- und russischen Militärspitzen eingerichtet habe, um die Streitkräfte in der Region zu entschärfen. Man kann sich alle möglichen Arten vorstellen, wie dies außer Kontrolle geraten und plötzlich zu einer Konfrontation zwischen der NATO und Russland werden könnte, sagte Michel Flournoy, ehemaliger Staatssekretär für Verteidigung in der Regierung von Barack Obama. Und in diesem Fall, wenn das eskaliert, wird der nukleare Schatten viel realer. Nachdem die USA und die EU Putin, der nach Beginn der russischen Invasion finanzielle Sanktionen gegen Russland verhängt hatte, gab bekannt, dass er seine Nuklearstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt habe. Die russische Militärdoktrin begrüßt offen die Idee der Eskalation zur Deeskalation und fördert die Idee, das nukleare Arsenal anzurufen, um einen Gegner zum Rückzug zu zwingen. Ich denke, das ist das erste Mal, dass wir sehen, wie Putin es tatsächlich in die Praxis umsetzt, sagte Flournoy, jetzt Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von WestExec Advisors, einem Beratungsunternehmen. Anstatt in gleicher Weise zu reagieren, stellte die Biden-Regierung klar, dass die Vereinigten Staaten die nuklearen Abschreckungskräfte nicht in höhere Alarmbereitschaft versetzen würden, und sagte sogar einen geplanten Teststart einer Minuteman Interkontinentalrakete ab, um deutlich zu machen, dass Washington daran nicht interessiert sei, eskalierende nukleare Spannungen.
In einem möglicherweise langen Kampf, sagte Sarotte, täten die USA gut daran, die Lehren aus dem Kalten Krieg zu ziehen, einschließlich der Notwendigkeit, Widerstandskämpfer gegen aus Moskau entsandte Truppen zu unterstützen. Historiker sagen, dass die USA den Kalten Krieg gewonnen haben, indem sie die Sowjets eindämmten, ein florierendes Wirtschaftsmodell aufbauten und ein riesiges Netzwerk von Allianzen kultivierten. Um sich gegen Putins Russland durchzusetzen, wird es auch erforderlich sein, die Solidarität unter den Verbündeten aufrechtzuerhalten, selbst wenn der wirtschaftliche Rückschlag aus Moskau zu Hause einige Schmerzen verursacht, sagten ehemalige Beamte. Die Hauptsache ist, dass sie sich nur für eine lange und schwierige Zeit wappnen müssen, sagte Cohen. Das ist für uns nicht ganz selbstverständlich. Wir würden lieber Dinge, die kurz und entscheidend waren, hinter uns bringen und zur nächsten Sache übergehen. Nun, das wird nicht unsere Welt sein, und das müssen wir einfach akzeptieren.